darf sie nicht verlieren. Ich darf sie nicht verlieren, die ist lustig. Wenn du davon redest, deine Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Okay, da komme ich nicht rum. Was sind die jetzt noch da drin? Ne, die sind alle rausgegangen, ne? Oder? Ne, ein paar sind noch da drin. Rodrik, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? Solange wir es in seinen Blauen hat. So, Moment. Da ist ein Typ. Ne, da hinten ist noch ein Typ. Beide sind aber ohne Kopfbedeckung. Okay. Dann kann ich direkt die Steine nehmen. Oh, oh, oh. Aber da hinten sind die Wachen. Das ist nicht gut. Die Frage ist, muss ich die töten? Aber ich komme an den Wachen doch definitiv nicht vorbei. Ich versuche mich mal hinten rumzuschleichen. Kann natürlich sein, dass ich da durch die Tür muss. Mensch. Sieht der eine Typ mich da? Ach komm, es ist doch nicht so lustig, wenn wir die nicht umbringen, oder? Geht das nicht? Machst du dich hier lustig, hä? Okay, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe den voll am Kopf getroffen. Trotzdem hat es nicht funktioniert. So, den Schlaftrunk kann ich jetzt leider nicht nochmal machen. Ich habe auch nur einmal Wasser noch dabei. Jetzt probieren wir erstmal das. Aber hier war doch irgendwas am Blinken vorhin, oder nicht? Doch, da. Jetzt probieren wir erstmal die Tür hier aus. Die natürlich überhaupt nicht geöffnet werden kann. Super. Ja, dann hätte ich mir das jetzt auch ersparen können und direkt hingehen können. Da gibt es eine Seitentür. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich da rein kann. Er hat also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug Steine einsetzen, genau. Okay, ich hätte mir das also wirklich sparen können. Super. Und dafür habe ich sogar noch meine Einschlaf-Mixtur jetzt weg. Gut, aber er ist, glaube ich, der Einzige, wenn ich das hier richtig sehe. Das heißt, ihn könnte ich töten. Dreh dich auch zu ihm, verdammt. Niemanden da, halt die Klappe. Hä? Wieso hat der...
Stimmt, ich habe zweimal gezielt. Aber wieso hat er das nicht angenommen direkt? Verstehe ich nicht. Moment. Ist da gerade was am Blinken gewesen? Oh, wie seltsam. Okay. Studie vom gehäuteten Menschen. Da Autopsien von der Kirche offiziell verboten sind, steckten die Studien zum menschlichen Körper immer noch in den Kinderschuhen. Vom Ernst der Lage tief erschrocken, fasste Papst Clemens VI. Eine päpstliche Bulle, dieses Ärzten erlaubte, die Körper der Toten zu öffnen, um die Pest besser verstehen und bekämpfen zu können. Leider folgten nur wenige Geistliche seinen Aufruf. Die meisten anatomischen Zeichnungen stammen daher von Büchern des Orients. Okay. Komme ich da auch in die andere Richtung rein? Dann ist auch was am Blinken. Ich denke mal, ich kann jetzt hier ein bisschen unvorsichtiger sein. Okay, das ist jetzt wieder, Schwefel ist jetzt wieder voll. Was mache ich denn mit Schwefel? Okay, dafür habe ich kein Wasser. Das könnte ich noch machen, aber es bringt... Ja, komm. Kann ich wenigstens den Schwefel auch mitnehmen? War ja nicht gerade noch was? Hä? Okay. So, hier ist anscheinend nichts mehr. Aber hier war noch was. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wasser, Alkohol oder was auch immer das ist, brauchen wir nämlich. Oh, das ist nicht gut. Na, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Ich befürchte allerdings, dass ich gegen diesen Idioten noch kämpfen muss. Eieiei. Okay. Okay, mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Oh Gott. Okay. Jetzt habe ich den Schlaftrunk natürlich nicht mehr, aber ich kann ihn machen. Das ist sehr, sehr gut. Wahrscheinlich muss ich ihn nämlich bei ihm anwenden. Bin ich da drauf? Ja. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Ja, ich wollte ihn doch gerade betäuben. Definitiv. Wen haben wir denn da? Okay. Darauf? Komm schon. Warte ich schon seit 2 Tagen. Da kommt noch einer. Wo kommt der denn her? Hilfe! Okay. Okay. Schwere Rüstung. Ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Weich doch einfach aus, verdammt. Ich denke, die kann ausweichen. Oh Gott. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Darauf warte ich schon seit 2 Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Oh, ich sehe nichts, Leute. Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen. Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hab es fast. Komm schon. Ich hab's. Los, schnell. Sie haben okay. Alarm geschlagen. Lauf. Wir kommen hier nicht weg. Boah, steh mir nicht im Weg rum. Lass mich laufen, wenn du es nicht kannst. Scheiße, wo muss ich hin? Los, sag's mir. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken.
Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Da ist eine Tür. Bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch? Scheiße. Gut, du machst die Tür zu, das ist gut. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Lauf vor, los. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Okay. Ich habe irgendwie trotzdem ein ganz schlechtes Gefühl. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinerar hier sein. Ich weiß nur, das ist zu hoch. Sieh mal, da oben. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Ja, das ist toll. Darf ich mich auch mal bewegen hier? Ich habe ja schon gesehen, wo ich wahrscheinlich hoch muss. Sie steckt fest. Och nee, oder? Gut, was muss ich denn hier hoch machen? Damit du hochgehst? Er steht schon da, okay. Kannst du mir helfen? Ja. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Warte hier. Ich beweg mich nicht. Gut, du kannst kommen. Komme schon. Hm. Aber wie soll ich jetzt ziehen? Moment, kann ich ihm da die Anweisung von hier aus geben, vielleicht? Nee, auch nicht. Also muss ich mit Kannst du bitte mit Hand anlegen? Mach ich. Tja, wenn ich jetzt loslasse, knallt es wieder runter. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Ah, okay. Das klingt schon sehr viel besser. So? Rodrik? Ist recht. Aber zerquetsch mich bitte nicht. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Hätte ich jetzt Wir auch gesagt. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Komm, kannst du nicht ein bisschen schneller schieben hier? Die sind uns auf den Fersen. So, komm. Perfekt. Okay, sehr gut. Aber hier hinten ist ja noch irgendwie... Ah, ich hab's gehofft. Geahnt auch ein bisschen. Das lasse ich lieber, wo es ist. Okay, wir haben was. Teriak. Die Firmation dieses Suds aus mehr als 50 pflanzlichen, mineralischen und tierischen Zutaten dauert länger als ein Jahr, damit sich die Wirkung vollständig entfalten kann. Wird dagegen das große Böse angewendet, scheint er die Entwicklung der Pestbeulen zu beschleunigen, sodass die Infektion nach einem Einschnitt beseitigt werden kann. Okay. Sonst haben wir jetzt hier nichts mehr gehabt, ne? Okay. Schauen wir hier nochmal eben. Obwohl, sie hat ja gesagt, sie will nach oben. Also gehen wir erstmal nach oben. Vielleicht können wir uns dann nochmal umschauen. So. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinerar bewachen. Oh, okay. Also los! Ja. Okay. So, der nächste. Halt! Guter.
Also los! Ist recht. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Ja, ich wundere mich auch gerade schon so ein bisschen. Oh, das ist nicht gut, was ich jetzt gerade hier mache, oder? Weg da, Amicia. Du stehst im Weg. Ja, aber ich kann doch nicht anders. Ich muss doch da hoch. Nein, halt! Ja. Also los! Hört sich gut an. Dann geht der runter. Warte. Dann lässt er einfach nur los. Das ist jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich selten. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Ach so, okay, ich verstehe. Kann ich das dann jetzt da hinschieben vielleicht? Moment, das ist doch das, was ich runtergeworfen habe, ne? Genau. Nein, ach, ich wollte Y drücken. Mann. Ah, schon, da ist noch was. Dich. Hey, tu dir nicht weh. Hallo, was machst Nein, du? Mein Bruder, ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. So, sehr schön. Junge, du hättest mir ja auch helfen können, ne? Aber an sowas denkst du natürlich nicht. So, wo müssen wir jetzt durch? Links, das wird runtergezogen. Das heißt, ich nehme mal an, dass ich hier rein muss. So, mal eben schauen, kann ich dem jetzt... Jetzt! Ja. So. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. So, perfekt. Dann gehen wir wieder nach oben. Ja, und machen das Spielchen nochmal von vorn. So, nochmal, Freund. Also los! Hört sich gut an. Hat ja irgendwie schon was von Tomb Raider, finde ich. Ne? Sie muss zwar nicht so oft rumspringen, aber... Halt! Genau, das kannst du loslassen. Da müsste ich jetzt hochklettern können, ne? Perfekt. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Das stimmt allerdings. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich, Amicia Derun. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit. Und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch! Kann ich die Welt retten? Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen! Könnt fliehen. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Das ist cool. Was hat ihr jetzt benutzt, um das Buch zu tragen?
Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Okay. Was wird die Hölle? Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Die Tote Teufel sind sie. Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Machen wir mal lieber noch einen mehr. So, und jetzt? Ich dachte, der geht vor. Mann. Weiß doch gar nicht, wohin. Da hinten steht einer. Wie konnten wir nur so sehr die Kontrolle... Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Ja, mach das. Auf dein Zeichen. Los. Geh. Rodrik, du bist dran. Das ist für meinen Vater. Wow. Perfekt. Du bist mein Held. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Kann ich verstehen. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Nein, warum muss der gerade hier bleiben? Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Womit? Moment, er guckt jetzt in meine Richtung, ne? Na dann. Hallo? Ah! Nimm dann doch lieber schon mal die andere. Ist der jetzt aufgeschreckt oder ist er jetzt nicht aufgeschreckt? Ich wollte eigentlich hier das Ding nehmen. Ich habe nämlich nichts, um ihn abzulenken. Das ist das Problem. Geh mal weg da. Sieht der mich, wenn ich jetzt direkt vor dem seiner Nase da hinten umschleiche? Auch ihn sieht er nicht. Na dann. Er ist so unsichtbar da vorne. Okay, das Problem ist, der wird mich wahrscheinlich aussehen, wenn ich da ganz hinten rumlaufe. Und er wird mich auf jeden Fall sehen, wenn ich hier rumlaufe. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt, was das mit den Rüstungen da hinten auf... Aha! Dieses Geräusch. Was war das? Schnell, mach ihn alle! Du wirst bezahlen! Sehr gut. Ich habe zwar deinen Namen vergessen, aber trotzdem. Wieder auf. Glaub mir. Das ist gut. Warte, ich muss doch Sachen klauen. Jetzt weiß ich zumindest, warum die Rüstungen hier immer angezeigt werden. Nur weil er den jetzt kaputt gemacht hat, heißt das jetzt, dass ich den jetzt nicht mehr einsammeln kann oder was? Hallo? So. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Ah. Lesestein. Nachdem jahrhundertelang gerätselt wurde, wie unser Auge funktioniert, kam es vermehrt zu wichtigen Erkenntnissen. Zunächst ging man davon aus, dass unser Auge Strahlen aussendet und Objekte um uns herum sichtbar macht. Doch schon bald fand man heraus, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Mit der Zeit entwickelten sich Lösungen für Sehschwächen. Ein gutes Beispiel ist die Erfindung von ersten Brillen, die Weitsichtigkeit lindern konnten. Okay, dann wollen wir jetzt allerdings noch mal kurz gucken. Da habe ich jetzt alles von... Da bräuchte ich die Steine von. Das will ich jetzt erstmal noch nicht machen. Ja, und da kann ich immer noch weiterhin nur eins von machen. Okay, nein, ich möchte mich aber bitte da drauf stellen für alle Fälle. So, okay. Weg da. Ich muss was klauen. Es sind zwei. Wie soll ich ihn denn ablenken?
Ich hasse es, hier rumzustehen und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Okay, nimm den anderen. Nimm den anderen! Mann! Erledige ihn. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Perfekt. Ja, finde ich auch. Schön. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Macht nichts. Wir sind ein gutes Team. Wir schaffen es hier raus. Hoffe ich zumindest. Okay, hier ist eine Tür. Du gehst vor. Falls du stirbst, bleibe ich hier. Sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche. Sehr gut. Feuer. Das ist teilweise gut. Wenn Ratten da sind, ist es immer gut. Oh, das hört sich nicht gut an. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Ja, mach das. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Okay, ich mach das. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich mach das. Wieso muss ich das eigentlich immer mischen? Auf das Feuer zielen. Stellen wir mal was mehr her, würde ich sagen. So... Auf das Feuer. In Ordnung. Perfekt. Das Feuer. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Sag mal, warum kommst du mir so nah? Willst du mich küssen oder was? Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier rauskommen, klar? Ich denke mal, wir können da jetzt so dran vorbei, weil wir sind ja erstmal beschäftigt mit Fressen. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Nicht in die Finger kriege. Geh mal aus dem Weg hier. Ich muss doch mal was gucken. Der hat auch eine Fackel. Kann man das... Anscheinend ja. Der war gut. Ich mache am besten noch mal was davon. Ich habe da gerade Gefallen dran gefunden. Wir müssen aber... Ach, wir müssen dahin. Ja. Ah, Moment. Komm hier mit. Hier ist alles frei. Komm hier mit. Volles Deutsch. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Was meinen die jetzt genau? Rechts, links, geradeaus? Scheiße! Du brennst! Du brennst! Verdammt! Nein! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Das ist nicht das Problem, aber wann greifst du und wie greifst du denn den anderen an? Wobei ich irgendwie befürchte, dass das mit den... Ach so, aus dem Weg schaffen. Ich verstehe. Okay. Moment. Was war das für ein Geräusch? Greif ihn an, Mann! Greif ihn an! Los! Nichts zu berichten. Die Wache.
Verlass dich auf mich. Okay, ich dachte, du solltest den anderen angreifen, aber ist okay. Haut möchte ich nicht stecken. Kannst du den anderen jetzt auch angreifen? Den da. Ich glaube, ich soll den vorher ablenken. Kann das sein? So kann ich es auf jeden Fall nicht. Okay, Moment. Komm, komm du mit mir mit? Guck mal, da ist ein Loch. Da kannst du durch, ja? Wo bist denn du jetzt? Ach da. Da kannst du durch. Das wirst du jetzt auch machen, bitte. Weil ich werde nämlich jetzt da hinten den Krug hinwerfen. Und ich habe nur einen Versuch. Denk dran. Ich habe nur diesen einen Versuch. Das Geräusch. Das kam von da drüben, oder? Mach ihn fertig. Los, mach ihn fertig. Du wirst bezahlen. Sehr gut. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Sehr schön. Das hast du klasse gemacht. So, jetzt weiß ich, glaube ich, was die meinten mit. Wir müssen Richtung Feuer gehen. Gott, wir müssen also da durch. Ja, dann los, ne? Haben wir da noch? Doch, da haben wir noch was. Musst du mich so erschrecken? Ich habe deine Schritte gehört. So. Müssen wir wirklich da rein? Ja, tief Luft holen. Gehen wir. Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Ja, ich denke mal, die Hölle wird ein bisschen heißer sein. Was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Ja. Kümmere dich nicht um sie. Okay. Oh Gott. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Nein, ich kann gerade nicht. Komm schon, komm schon! Hörst du mich? Verschlossen! Dahinter brennt es! Bleib zurück! Was tust du da? Öffne sie! Warum kann ich nicht drehen? Okay. Jetzt weiß ich, warum ich nicht drehen kann. Wir sind fast da! Scheiße! Nach links! Hier lang! Lauf doch, du Dummnudel! Mein Gott!